Denn erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. So geschehen in Linda am 13. Juni 2015. Statt Umzug kam um 13 Uhr ein kräftiges Gewitter mit Hagel, Platzregen und Stromausfall. Der Umzug begann dann 13.30 Uhr. Die Zuschauer wagten sich wieder vor die Tür. An der Spitze marschierten die Repräsentanten, so auch Oberbürgermeister Dr. Martin Antonow. Musikalisch begleitet wurde der Umzug vom Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Vogtsdorf. Es folgten vom SV Linda e.V. die Schützen und anderen Abteilungen des Sportvereins bis hin zum Reitsport. Eine große Rolle, wie überall in den Dörfern, spielt bei der Organisation von Volksfesten die Freiwillige Feuerwehr. Sie zeigen die technische Entwicklung der Feuerwehr von der Handdruckspritze über die TSA mit Traktor bis 1968. Es folgte die TSA mit P2M bis 1991. Und nach dem Unimog-Mercedes hofft man auf ein LF10. Ein trauriger Umstand veränderte den Ablauf des Umzuges. Man ehrte vor seinem Wohnhaus den letzten Schützenkönig mit einer Schweigeminute. Er war 2014 verstorben. Regen und Sonnenschein wechselten sich auch im weiteren Verlauf des Festes ab. Nur die Musiker saßen im Trockenen und hielten die etwa 150 Besucher bei Laune. Und auch die Kinder ließen sich vom wechselhaften Wetter nicht beeindrucken und eroberten die Spiele wie den Neugier-Express, der wiederum durch Treten Strom erzeugte und eine Eisenbahn in Bewegung setzte. Auch das Schießen auf den Holzvogel um Preise und die Ermittlung des Schützenkönigs fand in den Regenpausen statt. Vereinsvorsitzender Mirko Espich erklärte, dass sie zum ersten Mal mit so einer Wetterlage zu kämpfen hätten. Ja, also wir Linder lassen uns nicht unterkriegen. Egal, ob das Wetter regnet, ob es hagelt, ob es stürmt. Wir machen einfach weiter und mal gucken, wer diesmal den Vogel abschießt. Oberbürgermeister Dr. Antonow kommt gern nach Linda, bekundet er uns. Also in diesem Jahr vereinen sich ja die Tradition des Schützenwesens mit denen des Feuerwehrwesens im Ort. Und insofern ist es für mich auch eine besondere Freude zum diesjährigen traditionellen Schützenfest, aber auch zu 75 Jahren Freiwillige Feuerwehr Linda dabei zu sein. Man sagt ja immer so, wir sitzen alle in einem Boot, nur die einen rudern und die anderen angeln. Und in Linda gibt es besonders viele, die also mit rudern und der ganze Ort arbeitet mit und das braucht auch unsere Stadt. Zum Schluss standen die Schützenkönigin Viktoria Richter und der Schützenkönig Jörg Weihrauch fest. Mit dabei war diesmal auch eine Delegation der Partnerfeuerwehr aus Weihern in Bayern.